Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Es gibt ja bekanntlich drei Lebenswege in Cyberpunk 2077. Ja, und wir werden uns hier in diesem Video mal anschauen, welche exklusive Mission es für jeden Lebensweg gibt. Es gibt natürlich drei Lebenswege, also auch drei exklusive Missionen. Und jede Mission bietet ihre ganz besondere Belohnung, die für den Lebensweg dann auch einmalig ist. Also, was der Konzerner bekommt, bekommt nicht der Nomade und das Streetkind und so weiter und so fort. Also, insofern schauen wir uns die drei Missionen hier mal an. Und ich spiele die Mission immer quick durch. Also, ich mache jetzt nicht irgendwie spezielle Antworten oder die beste Möglichkeit. Das kann dann jeder selbst erspielen, so wie er will. Es geht mir nur darum, die Mission einmal zu zeigen und grundsätzlich zu zeigen, was es für eine Belohnung gibt. Und deshalb werde ich natürlich alles unternehmen, um die Belohnung zu bekommen. Okay, beginnen wir mit dem Konzerner. Seine exklusive Mission heißt Warpix und befindet sich hier in diesem Hinterhof, nenne ich es mal. Und ja, wir schauen jetzt einfach mal in die Mission rein. Vermisst du die Fürsorge der Konzerne? Die super spannenden internen Machtkämpfe? Was? Ich habe noch eine Rechnung offen. Aha, hab's gewusst. Ich hab's doch gewusst. Der Hamster läuft immer noch in seinem Rad. Hast du nichts Besseres zu tun? Musst du nicht eine Gitarre stimmen? Fanmails beantworten? Klar, schon kapiert. Ich geh da mal pissen. Leer. Scheiße. Hi, V. Lang nicht gesehen. Mutmaßliche Tode sind auch nicht mehr das Wahre. Genau, mutmaßlich. Abernathy fegt aber wirklich durch. Mein Haus, meine Konten, Implantate, alles eingesackt. Aber noch bin ich nicht raus. Ich beweise dem Miststück, dass sie bei mir falsch lag. Ah, deshalb fällst du mir in den Rücken. Willst meinen Kopf auf einem Silbertablett servieren? Und du glaubst, Abernathy nimmt dich dann einfach wieder auf? Könnte man so sagen. Und jetzt umdrehen. Hände über den Kopf und Bewegung. Da fällt mir gerade ein. Ich habe noch Pläne für heute Abend. Und zwar? Erfährst du jetzt. Nichts ist besser, als mit alten Freunden in Erinnerung zu schwelgen, ha? Ach ja, früher. Nicht in der Stimmung, Johnny. Solltest du aber. Du hattest Glück. Hättest wie er als Wrack enden können. Bis dann, wie. Du weißt ja, wo du mich findest. Ja, und das war die Mission Warpix. Und wie du hier siehst, bekommt der Konzerner eine Knarre, und zwar eine ikonische und zwar ein episch. Die kann man, glaube ich, auch später nochmal auf legendär draufpacken. Ist jetzt nicht der Hit, aber es ist eine ikonische Waffe und die bekommt man eben ausschließlich als Konzerner, und die anderen Lebenswege bekommen die eben nicht. Ja, und das Ding heißt hier Apparition und das bedeutet auf Deutsch Erscheinung. Ja, und die nehmen wir uns jetzt natürlich mal mit und machen uns dann nun vom Acker. Allerdings habe ich vorher nicht gesagt, wie man die Mission bekommt. Das will ich eben noch nachholen, und zwar werden wir von Frank kontaktiert und das per Telefon, und dann werden wir ganz easy peasy zu dieser Mission per Missions-Icon geführt. Also super einfach zu finden. Schauen wir uns nun die exklusive Mission des Nomaden an. Das Ganze beginnt damit, dass wir plötzlich eine Nachricht von unserem GPS-System erhalten. Wie ist das überhaupt möglich? Und zwar wurde die alte Nomadenkarre lokalisiert. Die alte Kiste fährt wieder. Tja, und diesem Hinweis geben wir nach, und der führt uns hier zu einem Schrottplatz. Ist schon eine Weile her, alter Freund. Was haben wir denn hier? Kotflügel und Kofferraumklappe verrostet. Der Rest tut's noch. Was wohl unter der Haube ist? Noch warm. Der Motor lief vor kurzem noch. Neue Spule, neuer Stecker.
Und jemand hat an der Nockenwelle gebastelt. Und was ist das hier? Jemand hat das Kühlgebläse gereinigt und Bremsflüssigkeit aufgefüllt. Aber... ha, mit Wasser. Neu, aber gebraucht. Sicher von einem anderen Schrotthaufen. Okay, genug gesehen. Hey, was zum... Finger weg von meinem Auto! Hä? Nein, das ist mein Auto! Ach ja? Warum hat es dann hier vor sich hingerostet? Weil ich eine Panne hatte und... Und du es dann zurückgelassen hast? Und jetzt willst du es plötzlich zurückhaben. Als ob. Hör mal, ich bastel schon seit einer Woche an der Karre und tu alles dafür, dass sie wieder läuft. Hättest du mit dem Schrittmotor angefangen, wärst du schneller gewesen. Sagt wer? Und warum? Sag ich. Weil er rumspinnt, festhängt. Aber wenn du den Rußniederschlag sauber machst, läuft er wieder wie neu. Kacke! Ich hab die ganze Drosselung ersetzt. Ah, siehst du? Ich kenne mich halt mit meinem Auto aus. Deinem ehemaligen Auto. Jetzt gehört es mir. Sobald ich die gröbsten Probleme gefixt habe, lasse ich diese Scheißstadt hinter mir. Längst verzweifelt. Warum willst du weg? Wenn du schon so blöd fragst, verstehst du es wahrscheinlich eh nicht. Komm schon. Erzähl einfach. Was gibt es da zu erzählen? Sieh dich doch um. Überall Dreck und Abschaum. Ich will hier nicht mehr leben. Gerade jetzt. Ich gebe dir genug Geld für den Wagen, damit du einen neuen kaufen kannst. Aber er ist Schrott. Mhm. Mein Schrott. Na los, nimm das Geld, bevor ich es mir anders überlege. Danke. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Na gut. Denk drüber nach, während ich eine Spritztour mache. Der Nomade bekommt passenderweise sein Fahrzeug zurück und das finde ich ziemlich cool. Und wir sehen, wie freut sich auch darüber. Oh, schnurrt wie ein Kätzchen. Damit kannst du zwar niemanden aufreißen, aber unter der Haube läuft wohl alles. Du hast ja keine Ahnung. Warte, bis ich auf die Tube drücke. Machst du dir keine Sorgen, dass... Ach, scheiß drauf. Bin sowieso tot. Drück aufs Gas, wie... Damit hat der Nomade auf jeden Fall schon mal ein Fahrzeug mehr im Fahrzeugpool, als es eben die anderen Lebenswege haben. Wer sich allerdings für das Modell begeistern kann, keine Angst, auch Street Kids und Konzerne haben die Möglichkeit, dieses Modell zu bekommen, allerdings muss es dann gekauft werden. Kommen wir zur exklusiven Mission des Street Kid. Die exklusive Mission mit dem Street Kid bekommen wir von niemand geringeren als von Kirk. Und Kirk kennen wir bereits aus dem Anfang. Er hat ja diesen tollen Coup gehabt, wo wir das Auto klauen sollen, was dann schiefgegangen ist. Aber schwamm drüber. Diesmal wird es ganz bestimmt viel besser. Hoffentlich. Wir sind jetzt hier, da vorne steht Kirk. Er hatte uns nämlich zuvor angerufen und uns um ein Treffen gebeten, damit wir zusammen ein Ding drehen. Ja, und da schauen wir doch mal. Wie? Hey, wie? Hier drüben, Chum. Ich bin nicht dein Chum. Ja, na gut. Wollte nur freundlich sein. Keine Chums, keine Freunde. Komm zum Geschäftlichen. Okay, siehst du die Garage dort? Da drin ist der Van. Schnapp die Tech und hau ab. Wir teilen 50-50, ja? Okay, ich geh rein. Schön aufpassen, ja? Mach ich. Kein Schwein. Von wegen. Eres una putita. Suprimos bajas! Okay, da ist die Karre. Ja,
Ja, und hier ist die Belohnung, die wir als Street Kid bekommen. Und zwar ist das eine Fake-Samurai-Jacke. Und naja, was soll man dazu sagen? Die sieht nicht mal annähernd so aus wie die echte. Und das wird auch Johnny jetzt bestätigen. Was zum... Was soll das? Klamotten? Mhm. Und dann auch noch billige Kopien. Kirk war top informiert. Wie immer. Aber hey, vielleicht sind die was wert. Könntest einen Stand in Kabuki aufmachen, oder... Implantate von Militech. Ich schieb ihm die Lappen in den Arsch. Und dazu wird es nicht mehr kommen, denn sobald wir die Jacke aufgenommen haben und zurückgehen, hören wir auch hier schon Schüsse. Scheiße. Und jetzt ballert jemand rum. Wow, jetzt geht die Party erst richtig los. Viel Spaß, V. Und wir sehen, dass es Kirk erwischt hat. Und da liegt sein Bodyguard Fleischklops. Und der ist weg. Ich meine, gut, die Belohnung ist jetzt natürlich nicht so toll. Aber was haben wir auch erwartet bei Kirk? Ich meine, die ganze Kiste mit Kirk fing ja schon am Anfang so an, dass Kirk die Sachen irgendwie nicht zu Ende denkt. Und diesmal war es auch nicht anders. Und am Ende war es auch sein Verhängnis. Wir können die Typen nun jetzt hier ausschalten. Das bringt uns zwar nicht viel, aber wir müssen es tun, damit wir die Mission abschließen können. Ja, das passiert, wenn man krumme Dinger dreht. Tolle Ansprache. Zu meiner Beerdigung kommst du nicht. Was machen wir jetzt? Holst du jemanden, der ihn vom Boden kratzt und begräbt? Wohl kaum. Und so endet die Karriere eines Möchtegern-Fixers in Night City. Aber jetzt müssen wir uns natürlich anschauen, wie die Jacke sich präsentiert, wie sie ausschaut. Und ich finde sie ziemlich cool. Die Farbe ist nicht jedermanns Sache. Aber ich muss sagen, die hat auf jeden Fall was. Ich habe die Jacke jetzt nur mit einem weiblichen V. Ich weiß also nicht, ob man dieselbe als männlicher V bekommt. Aber es könnte gut sein. Wer da mehr weiß, der kann gern dazu was in die Kommentare schreiben. Die Jacke hat auf jeden Fall coole Details. Zum Beispiel hier der Rücken. Da haben wir ein cooles Bild. Ich weiß nicht, ob das irgendwas ist, was man kennen sollte. Mir sagt es auf jeden Fall gerade nichts, aber da vorne haben wir diesen Ansteckbutton und das ist natürlich ein Mox-Button. Und hier haben wir noch den Schriftzug Crystal Jock, aber ich meine, das steht auf den anderen Jacken dieses Typs auch schon drauf. Vielleicht nicht bei jeder, aber ich glaube bei einigen. Leider bekommt man die Jacke aktuell nur in gewöhnlich. Ich meine, sie gab es früher auch in anderen Qualitätsstufen. Wenn ich mich nicht täusche, hatte ich die Jacke im ersten Durchlauf in selten bekommen. Vielleicht auch in episch, ich kann mich daran einfach nicht mehr erinnern. Aber ich glaube schon, dass die nicht gewöhnlich war. An dieser Stelle verbessert mich auf jeden Fall in den Kommentaren. Wenn es immer schon so war, dann nehme ich das natürlich zurück. Aber ich glaube eher an einen Bug. Denn würde das wirklich so gewollt sein, dann hätte das Street Kid auf jeden Fall eine recht arme Belohnung im Vergleich zu den anderen Lebenswegen. Denn mit dem Konzerner kriegen wir immerhin eine ikonische Waffe und mit dem Nomaden sogar ein Fahrzeug und mit dem Street Kid dann eine gewöhnliche Jacke. Das finde ich irgendwie ein bisschen zu wenig. Wie gesagt, ich gehe davon aus, es ist ein Bug und ich könnte mir vorstellen, dass wir mit einem kommenden Update hier wieder eine Jacke bekommen, die von der Seltenheit was höher ist und dann wahrscheinlich auch ein paar Slots haben wird. Ansonsten gibt es hier nichts zu holen, also jedenfalls nichts, was special für das Street Kid wäre. Aber wenn man schon hier ist, dann kann man auch einmal hier rüberlaufen. Und zwar hierhin. Da findet nämlich normalerweise die Schlägerei für eine andere Mission statt. Aber die Typen dafür sind noch gar nicht da. Aber hier haben wir schon die O5. Ein ziemlich cooles Power-Scharfschützengewehr, was jetzt nicht das Beste im Spiel ist, aber es ist eine coole ikonische Knarre, die man auf jeden Fall dann ja auch mitnehmen kann. Und das machen wir jetzt auch. Ja, Jumba, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und geholfen. Wenn dem so ist, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal in Night City.